Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video geht's endlich los zur Haartransplantation nach Istanbul. Ja Leute, es ist kurz vor Weihnachten und ich stehe hier gerade am Düsseldorfer Airport und heute geht's endlich los zur Haartransplantation nach Istanbul. Und den Kandidaten, der die Haartransplantation gewonnen hat, den werde ich erst persönlich in Istanbul treffen. Ich fliege hier heute alleine von Düsseldorf aus los und ich bin gespannt, wie seine Haarpracht aussehen wird, ja, oder was davon halt noch übrig ist auf dem Kopf. Und ich bin auch echt auf den Ablauf gespannt, wie alles vor Ort sein wird. Und wenn ich ankomme, werde ich den Kandidaten erstmal interviewen und seine Haarpracht ganz genau unter die Lupe nehmen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ach ja, und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ne, dann denken, draufklicken. Nochmal ein paar Parfüms checken vom Flug ist Pflicht. Assalamu alaikum Istanbul. So Leute, jetzt bin ich angekommen am Flughafen hier in Istanbul. Jetzt noch schnell das Gepäck holen und dann geht's auf die Suche nach meinem Kandidaten. Jo, servus, Anton, Daniel hier. Okay, alles klar, dann komme ich da hin. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ah, da ist er. Servus. Daniel. Hallöchen. Geht's dir gut? Mir geht's super, ja, mir geht's super. Sehr gut. Turkish Airlines kann ich nur empfehlen. Okay. So Leute, also darf ich vorstellen, der Gewinner der Haartransplantation, Anton. So, jetzt werden wir erstmal unseren Fahrer suchen und dann geht's erstmal los ins Hotel. Auf geht's. So Leute, hier stehen 180.000 Menschen und Taxifahrer. Mehr Taxifahrer als andere Menschen. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir unseren Shuttle-Service hier finden. Weil irgendwo musst du entweder Elite Hair Transplant draufstehen, dein Name, ja, oder mein Name. Mal gucken. So Leute, finally haben wir unseren Ali hier gefunden. What's your name? Aytak. Aytak, not Ali. Okay, Aytak. Nice to meet you too. Assalamu alaikum. Aleykum salam. So Leute, ausruhen, chillen, Arschkarte, ja, gibt's nicht, denn wir wurden gerade direkt abgeholt und Anton muss jetzt als erstes mal zum Bluttest. So Leute, und dann kommt man hier direkt rein, ja, und sind gerade eben schon ein paar Leute entgegengekommen, die sich was haben machen lassen, ja. Im Hintergrund könnte es möglicherweise sein, dass man ein paar Männer sieht mit Verband auf dem Kopf, aber ja, sieht sehr schick aus. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir gleich unsere Ansprechpartnerin unseren Ansprechpartner treffen und halt auch unsere Dolmetscherin treffen, denn wir kriegen einen Dolmetscher hier vor Ort, der uns dann wirklich alles im Detail erklärt. Und der Anton? Er ist ganz aufgeregt. Er ist ganz aufgeregt. Zum Glück haben wir noch einen Tag. Perfekt. So, herzlich willkommen, Herr Herrmann. Vielen Dank. Bitte setzen Sie sich. So Leute, wie versprochen, jetzt das Interview mit meinem Kandidaten und erstmal offiziell herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Haartransplantation. Vielen Dank. Und ich wollte euch meinen Kandidaten als allererstes mal vorstellen und ich denke mal, es ist am einfachsten, wenn du dich einfach mal selber vorstellst. Ja, hallo Leute, ich bin der Anton, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Bayern und arbeite selbstständig im E-Commerce-Bereich. Ja, dein erster Eindruck von Istanbul, wir sind gerade angekommen in der Klinik, haben wir schon Blut abgenommen und sind jetzt hier im Hotel angekommen. Wie ist dein erster Eindruck? Also Istanbul habe ich noch nicht gesehen, sage ich auch ganz ehrlich. Nur die Klinik, die sah relativ professionell aus. Also hier so Fake Marmor und sowas. Aber was wirklich cool war, war mein Zimmer. Aber keine Fake Haare, ja? Aber mein Zimmer ist wirklich, oder das Hotel ist wirklich überragend. Also das war von Service bis Räumlichkeiten, alles wirklich. Wann hat bei dir persönlich der Haarausfall angefangen, weil du bist jetzt 28 Jahre alt, genau. Wann hast du angefangen, wann hast du das erste Mal eigentlich so richtig gemerkt, shit, so da fehlt irgendwas oder da fällt es langsam aus? Also ich hatte früher, das würde man gar nicht mehr wieder erkennen, ewig lange Haare, also wirklich so ein Seitenpony und da hat man das gar nicht gesehen, weil die Haare immer drüber waren und irgendwann habe ich mir kurze Haare machen lassen, das war so vor 5 Jahren ungefähr, also so Stil wie jetzt. Und da hat man schon gesehen, dass es da, ja, das ist nicht normal. Das ist ja, also ich würde sagen, vor 5 Jahren hat das so grob angefangen und die Geschwindigkeit erhöht sich immer mehr. Also es fällt bei jedem Tag mehr und mehr. Okay, das ist natürlich nicht schön zu hören, aber was wollen wir ändern? So, aber,
Oftmals ist ja so, dass Haarausfall erblich bedingt ist. Hat dein Vater auch Haarausfall oder hat er volles Haar? Mit 35 hat er dann eine Platte auf jeden Fall. Also ich habe die Bilder gesehen, meine Eltern haben spät geheiratet, war ein 35 Hochzeitsbild und einfach. Okay. Und das erwartet mich auf jeden Fall auch, weil ich viel von ihm gehört habe. Auf jeden Fall nicht so wie dein Vaters Nummer, denn wir sind ja hier in Istanbul bei Elite Hair Transplant, von denen das heutige Video natürlich auch gesponsert wird. Was erhoffst du dir denn persönlich von der Haartransplantation? Also was erhoffst du dir persönlich von, also ich weiß nicht, ob du schon mal, hast du dich vorher immer informiert oder hast du überhaupt schon mal was von der Haartransplantation vorab irgendwie gegoogelt oder dir was angeschaut? Also ich habe das schon immer vorgehabt, eine Haartransplantation zu machen. Ich wusste nur eben noch nicht wann und jetzt kam die Chance und habe ich halt ergriffen. Und ich habe mich noch nicht so intensiv reingelesen, weil ich mir halt denke, hey, das sind Profis, das wird schon passen. Und ja, was erhoffe ich mir? Ich erhoffe mir, dass die Geheimratsecken, die ich hier bekomme, aufgefüllt werden und dass vielleicht ein bisschen weiter hinten das noch gestoppt wird, was aktuell ausfällt. Genau. Und vielleicht auch noch ein bisschen oben, aber das weiß ich nicht, ob die das hinbekommen, weil da oben wird es auch schon Licht. Okay, jetzt gucken wir uns mal deine Haarpracht ein bisschen genauer an. Und persönlich hast du irgendwelche Bedenken oder Risiken, weil viele Leute sagen ja in Istanbul, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, weil viele lassen das ja natürlich auch in Deutschland machen, was natürlich viel teurer ist, da dort eine Haartransplantation zu machen. Hast du irgendwelche Bedenken bei der ganzen Geschichte? Also ich habe da grundsätzlich eine komplett andere Meinung. Menschen arbeiten ja in verschiedenen Ländern unterschiedlich vielleicht, aber es sind überall Menschen und man kann in Deutschland genauso einen schlechten Arzt erwischen, wie es in Istanbul der Fall ist oder in Ungarn der Fall ist. Und diese Denkweise, dass wir, weil wir in Deutschland wohnen, was Besseres sind als alle anderen, das finde ich schon, ja, also nee, ich habe keine Bedenken, muss ich ehrlich sagen, weil das sind absolute Profis hier, die machen das jeden Tag. Das ist mir lieber als eine Schönheitschirurgieklinik, die eigentlich 90% die Brüste operiert und mal nebenbei noch die Haare mitnimmt. Also die machen hier fast nur Haartransplantationen, wie ich es mitbekommen habe, und deswegen sehe ich so, dass, als wäre ich ein Helden von Profis. Okay, und meine persönliche Meinung. Ja, okay, die geil. Zähne würde ich mir übrigens auch nicht in Deutschland machen lassen, weil es einfach fünfmal so viel kostet wie in anderen Ländern, wo die Leute. Okay, nee, cool. Also finde ich geil, dass du so deine offene Meinung sagst. Und ich habe ihn noch jetzt nicht gekauft oder so. Ja? Ich lege dann 20 Euro oder 50 Euro auf den Tisch, kriegt dann ja zugeschoben. Nix. So, ich wollte euch einfach mal meinen Kandidaten vorstellen und einfach mal euch einen Einblick geben, wie es gerade bei ihm aktuell auf dem Kopf aussieht. Und ja, morgen steht dann wie versprochen erstmal der Sightseeing Day an. Habe ich gesagt, ja. Ein Mann, ein Wort. Ja, halten wir natürlich ein. Ich zeige dir ein bisschen Istanbul. Und dann geht es in 2 Tagen los mit der Transplantation. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Die weiteren Videos zur Haartransplantation kommen natürlich Step by Step. Und wir werden noch so 4-5 Videos machen. Und wir werden uns auf jeden Fall dann Anfang des Jahres nochmal wiedersehen. Als auch dann nochmal in einem halben Jahr, um genau zu schauen, wie das Ganze, wächst bei dir da oben auf dem Kopf, wa? Und wir freuen uns schon mal auf morgen, weil da gibt es noch keine Haartransplantation und natürlich auf übermorgen, nachdem die Haartransplantation zu Ende ist. Sightseeing, ja, da habe ich, das wird cool, das wird cool. Ja, vielen Dank, dass du mit am Start bist und ich freue mich. Bis dahin, Peace out.